Jonah, morgen endet das für dich erste Profi-Trainingslager. Es geht wieder zurück nach Hessen. Wie war die Woche hier in Bad Gögging? Ja, es war natürlich ein überragendes Erlebnis. Und ich bin sehr froh über diese Teilnahme und bin den Verantwortlichen des Vereins auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir diese Chancen, dieses Vertrauen geschenkt haben. Wie bist du von der Mannschaft aufgenommen worden? Ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Also wirklich, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Aber die Jungs sind super, die haben es mir sehr leicht gemacht, mich hier wohlzufühlen und ja, im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Dein Bruder hat unter Christian Nock auch in der U19 beim SVW gespielt. Was hat er gesagt, als er gehört hat, dass es eine Woche mit zu den Profis geht? Ja, genau, mein Bruder hat selber unter Christian Nock gespielt und er war natürlich sehr, sehr froh über dass ich eben diese Teilnahme bekommen habe. Und ja, er hat natürlich gesagt, dass ich viel Gas geben soll und ja, eben diese Zeit genießen soll, weil das natürlich man nicht sowas alle Tage erlebt. Neben den Wünschen des Bruders, was hast du dir persönlich selber vorgenommen gehabt für diese Woche hier bei ihm, Marc Aurel Golf Resort und Spa? Ja, persönlich habe ich mir selber vorgenommen, mich hier individuell weiterzuentwickeln, ja, viel Erfahrung zu sammeln, eben dieses Profiluft zu schnuppern und ja, diese Zeit zu genießen und eben viel Erfahrung mitzunehmen. Du bist natürlich auch schon mit der ein oder anderen SVW-Jugendmannschaft im Trainingslager gewesen. Wo hast du die Bedingungsunterschiede gesehen, was Location und das Ganze drumherum angeht? Ja, es ist natürlich eine Nummer größer hier mit den Profis. Ja, das Hotel, Trainingsplätze, das Essen sind natürlich in einem Top-Zustand. Auch der Gehweg vom Hotel zum Trainingsplatz ist natürlich sehr kurz, was natürlich auch vieles erleichtert. Erleichterung ist das Stichwort. Wie lange hat es gedauert, bis du dich an das Trainingsniveau gewöhnt hast? Denn das war ja sicherlich schon eine Umstellung von der U19 zu den Drittliga-Profis. Ja, die großen Unterschiede sieht man natürlich im körperlichen Bereich. Alles viel robuster, kampfbetonter. Auch der Fußball ist viel, viel schneller hier. Hat natürlich etwas gebraucht, bis ich mich hier anpasse. Aber nach ein paar Einheiten war das natürlich auch sehr gut. Man mag es kaum glauben, du gehst in deine 9. Saison beim SVW, genau wie Alf Minzel, auch wenn ihr nicht ein Jahrgang seid. Das heißt, du hast so deine ganze Jugend, fußballerische Jugend beim SVW verbracht. Wie bist du zum SVW gekommen und ja, welche Bedeutung bzw. welchen Stellenwert hat er für dich? Ja genau, ich bin durch den Ralf Polkmann zum SVW Wiesbaden gekommen, bin seit der U11 im Verein und ja, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, hatte nie den großen Gedanken oder das große Interesse gehabt zu wechseln, habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt, war quasi wie eine zweite Heimat für mich hier. Im Moment gilt natürlich der volle Fokus dem Profifußball bzw. dem Fußball an sich. Du hast im Sommer dein Abitur gemacht und deswegen jetzt sozusagen den Kopf völlig frei. Trotzdem, es gibt ja keine Garantien, gibt es auch schon sowas wie einen Plan B? Ja, einen Plan B muss man immer im Leben haben und dadurch, dass mein Bruder selber College-Fußball spielt in Amerika, ist es natürlich auch eine Option. Andererseits werde ich jetzt erstmal alle Karten auf den Fußball legen und hier versuchen, den Durchbruch beim SVW Wiesbaden zu schaffen. Das letzte A-Jugendjahr war ein sehr intensives und es endete auf fatale Weise mit dem Abstieg und das durch ein Last-Minute-Tor, was Eintracht Frankfurt noch gereicht hat zum Klassenerhalt. Wie hast du dieses turbulente letzte Jahr miterlebt? Ja, der Abstieg ist natürlich katastrophal. Der hätte natürlich so nicht sein dürfen. Andererseits war das eine überragende, geile Saison. Es war ein Erlebnis, den man natürlich nicht alle Tage im Leben erleben darf und ja, dass ich sowas erleben durfte, gegen Top-Teams in ganz Deutschland spielen zu dürfen, ist natürlich etwas, an dem ich in Jahren noch zurückdenken werde. Vor dem Trainingslager hast du auch schon eine Woche wieder mit der neu formierten U19 trainiert. Wie waren da deine ersten Eindrücke? Ja, hohe Qualität auf jeden Fall. Wenn man betrachtet, dass viele Spieler aus der U17, die den Aufstieg geschafft haben, dazugekommen sind, auch viele 2000er, die letztes Jahr Bundesliga gespielt haben, geblieben sind. Die Qualität ist da und jetzt heißt es, dass wir zu einem Team heranwachsen, um dann eben eine gute bis erfolgreiche Saison spielen können. Dabei viel Glück. Dankeschön. Dankeschön.